Hallo, ich bin Pando von RPG Guides und ich möchte euch in diesem Video zum Fallout 4 Add-on Farhaber erläutern, wie ihr die 5 Memory Puzzle löst. Also diese Erinnerungen von Dima wieder beschafft. Prinzipiell ist das total einfach und ihr kriegt das auch vom Spiel einigermaßen erläutert, also zumindest während dieses ersten Rätsels, was ihr jetzt hier gerade seht. Es ist eigentlich, als ob ihr euch im normalen Baumodus für eure Siedlung befinden würdet. Das heißt, ihr könnt Blöcke aufheben, drehen und wieder platzieren. Und außerdem könnt ihr pro Puzzle-Level einmal 5 Kanonen erstellen. Die Kanonen sind dafür da, diese roten Kugeln, also dieses Eis, zu zerstören, was sonst eure Datenkuriere, diese kleinen Käfer, zerstören würde. Das einzige Problem, was hier tatsächlich entsteht, ist, dass ihr diese roten Wände die ganze Zeit vernichten müsst. Und in diesen roten Wänden seht ihr immer einen Block drin, der ein bisschen anders, so ein bisschen bläulicher aussieht. Und da müsst ihr diesen grünen Strahl drauf umleiten, der hier in den Leveln immer unterwegs ist. Also der hat immer einen Ausgangspunkt und innerhalb der Level könnt ihr den Strahl durch diese Blöcke, die so ein bisschen schimmern wie den ich hier gerade im Bild habe, halt umlenken. Ihr müsst also in sämtlichen Leveln ganz einfach nur diesen grünen Strahl immer gegen diese roten Wände richten, beziehungsweise in einen Punkt in diesen roten Wänden, und dadurch macht ihr den Weg für diese kleinen Käferchen frei. Die laufen dann einmal zu diesem gelben Strahl hin, und wenn 5 sich da drin aufgeladen haben und wieder zurückgelaufen sind zu dem ersten blauen Strahl, aus dem ihr kamt, dann habt ihr den Level geschafft. Sobald diese Käfer erstmalig aber in den gelben Strahl eindringen, dann werden die angegriffen von diesen roten Kugeln, die jetzt hier angeflogen kommen, von dem Eis. Und deswegen baut ihr halt hier zwischendurch auch so ein paar Geschütze hin. Das könnt ihr jederzeit schon machen, während ihr die Blöcke platziert oder erst am Ende, so wie bei mir jetzt gerade hier. Ihr solltet euch auf alle Fälle, nachdem ihr diese Kanonen aufgestellt habt, in der Nähe des gelben Strahls aufhalten, weil das ist immer gleichzeitig der Ausgang. Sobald ihr 100% der Erinnerungen zusammen habt, wird dieser gelbe Strahl blau und dann könnt ihr in diesen reintreten, um zum nächsten Level zu gehen. Wohin ich auch jetzt direkt weiterspringen möchte und das Ganze deswegen ein bisschen mit Zeitraffer vorlaufen lasse. Kommen wir also zu Level 2, der ist ein kleines bisschen schwieriger, aber eigentlich auch ziemlich einfach. Das einzige Problem hier ist, dass ihr am Anfang vielleicht nicht seht, wo der grüne Strahl herkommt. Also wenn ihr euch hier umguckt, dann ist nirgends ein grüner Strahl, sind nur Bausteine und diese Umlenkklötze in der Gegend, aber man sieht noch keinen Strahl. Der Punkt ist, der ist ganz gut versteckt und zwar direkt unterhalb eures Startpunktes. Also jetzt, wo ich drauf zulaufe, ist zur Linken der Ausgangspunkt und der wird halt hier, wie ihr jetzt sehen könnt, am Fuße der Treppe von einem Klotz ausgebremst. Den müsst ihr einfach wegnehmen und schon wird der Strahl an die richtige Position gelenkt. Hier gibt es noch ein, zwei weitere Steine in den Mauern, die ihr jetzt entfernen müsst, damit der Strahl tatsächlich weiter umgeleitet werden kann, also an die Position, wo er hin muss. Ich lagere die Steine jetzt hier bei mir in meinem Gang zwischen, weil ich die später noch am Ende des Ganges quasi brauche. Hier sollte auch klar zu erkennen sein, ihr müsst einfach wieder den einen Stein aus der Wand nehmen und dann den Strahl mit dem Baustein da auf der linken Seite umleiten. In der Ecke, wo ich jetzt drauf zulaufe, müsst ihr noch einen letzten Turm bauen quasi, um den Strahl noch einmal hier auf diese rote Wand umzuleiten. Und dann müsst ihr nach dem Brückenbau quasi schon gar nichts mehr machen. Dann laufen die Käfer automatisch durch und beschaffen eure Daten. Ach ja, der Baustein zum Umlenken ist hier links um die Ecke. Den sieht man vielleicht am Anfang auch nicht direkt. Ist ein bisschen versteckt. So, und an diesem Punkt ist dann eigentlich auch schon wieder das Rätsel gelöst und der Level beendet sich quasi von selbst. Ich erlaube mir daher, das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen schneller ablaufen zu lassen.
Kommen wir zu Runde Nummer 3. Auch das ist wieder recht einfach im Prinzip. Der Haken hier ist noch mehr versteckt. Diese ganzen Bausteine, die ihr braucht, um den Strahl, den Datenstrahl da umzuleiten, die sind hier echt immer hinter irgendwelchen Ecken oder unter, über euch versteckt. Ich gehe jetzt bereits etwas sparsamer mit der Platzierung der Codeblöcke um, weil ich weiß, dass ich die gleich noch an bestimmten Stellen brauche. Hier mittig müsstet ihr so eine dreigeschossige Säule bauen, um den Strahl auf die Wand jetzt zur rechten umleiten zu können. Und der Block, den ihr dafür braucht, den findet ihr da drüber. Das heißt, deswegen habe ich gerade diese Codeblöcke etwas weniger platziert und baue mir daraus jetzt eine Brücke, um in diesen Raum reinzukommen, wo ich den einen Stein herbekomme. Ihr werdet es jetzt gleich sehen können, da um die Ecke müsste dieses Entschlüsselungsrelay liegen, genau da ist es. Damit vervollständige ich jetzt meine Säule und zerstöre einmal die rote Wand und dann muss ich den gleichen Strahl bzw. die Säule nochmal umbauen, um auf dieses grünliche Band da in der Wand zu schießen. Also diese Energieleitung oder was auch immer das sein soll, die leitet den grünen Strahl dann an eine ganz andere Stelle um, nämlich in dem Fall darüber, und das zerstört dann bereits die nächste rote Wand, die große, die sich da im Hintergrund gerade erhebt. Prinzipiell muss ich meine Säule jetzt also nur um zwei Felder verschieben. Ach ja, bei der Gelegenheit sei zu erwähnen, wenn ihr einmal so ein Energierelay, also diese Umleitungsbausteine, richtig platziert habt, dann könnt ihr den ruhig alles unterm Fußboden wegziehen. Solange ihr die selbst nicht bewegt, bleiben die auf der Höhe und alles ist gut. Damit ist die vorletzte rote Wand jetzt weg. Es bleibt noch eine ganz am Ende und der Zugang dazu befindet sich oberhalb des Ganges, auf den ich mich jetzt hier gerade zubewegt habe. Ich fliege schon mal ein bisschen den Gehweg, aber prinzipiell muss ich jetzt diese Treppe, die ich gerade schon mal hochgelaufen bin, erstmal nach oben, um weiterzukommen. Auch dazu hatte ich mir jetzt gerade schon ein paar Steine ein bisschen oberhalb platziert, damit ich gleich nicht mehr so weit laufen muss. Also ich versuche immer, möglichst lange Gehwege zu überbrücken, beziehungsweise da dann nicht immer so häufig gehen zu müssen. An dieser Stelle müsst ihr dann nur noch die genau richtige Position finden, also braucht ihr zwei Codeblöcke und dann könnt ihr ein Energierelais da drüber schieben und damit ist die letzte rote Wand dann auch zerstört. So, und an diesem Punkt müsst ihr nur noch die Löcher unten flicken in dieser Brücke, die euch zum Datenstrahl, zum gelben Strahl bringt und dann ist der Level auch schon gewonnen. So, bei Erinnerungspuzzle Nummer 4 müsst ihr diesen Strahl quasi auf verschiedenen Ebenen umleiten. Der kommt von oben und geht nach unten und zunächst mal müsst ihr den einmal kurz zur Seite umleiten, also zweifach um genau zu sein, bevor ihr dann auf der Ebene darunter den in eine ganz andere Richtung lenkt. Ich platziere hier übrigens ganz absichtlich sämtliche Codeblöcke in diesem plusähnlichen Loch, damit ich auf die gleich von unten Zugriff habe. Also dann, wenn ich unten bin, hängen die für mich quasi an der Decke. So, diese erste Wand, auf die ich jetzt feuer, die entferne ich eigentlich nur, um so ein zweites Energierelay, also so einen zweiten Umlenkstein zu bekommen. Der Strahl selbst muss eigentlich in eine andere Richtung, damit ich weiterkomme.
Den Turm baue ich jetzt, der ist einfach ein bisschen weiter zur Seite versetzt. So, jetzt ist nicht nur der Weg frei in die Richtung des Strahls, wo wir hin müssen, sondern auch der Weg zur Treppe nach unten. Die kann man leicht übersehen, die ist hier auf der rechten Seite. Wie gesagt, kommt der Strahl von oben, der geht also ganz hier runter. Muss mir jetzt so eine kleine, zwei oder drei Felder große Brücke bauen, um da gleich das Energierelais richtig platzieren zu können. So, jetzt verläuft der grüne Strahl schon mal hier unten lang. Wir müssen jetzt noch einmal rechts auf diese grünliche Wand, auf diese Energieleitung da umleiten, um das eigentliche Problem zu lösen. Dafür brauchen wir natürlich jetzt nochmal das Energierelais, also diesen grünen Umleitungsstein von oben. Und sobald der platziert ist, ist das Level quasi schon wieder gelöst. So, das war's wieder, was die Probleme dieses Levels angeht. Jetzt müsst ihr nur noch ein paar Brücken und Verteidigung bauen und dann könnt ihr die vierte Erinnerung abrufen. Der fünfte und letzte Level ist nicht wirklich schwieriger, aber sehr langwierig. Er wäre sowas von einfach, wenn man diesen Energiestrahl, diesen grünen Strahl einfach einmal nach unten umleiten könnte. Denn vom Startpunkt bis zum Ziel ist nur ein kleiner Höhenunterschied, der euch daran hindert, diese Wand an diesem gelblichen Strahl, wo ihr hin wollt, überhaupt vernichten zu können. Statt also den direkten Weg wählen zu können, müsst ihr einmal komplett außenrum, was echt lange dauert. Das Schlimme an dem ganzen Level ist eigentlich nur dieses Brückenbauen, das spule ich hier immer so ein bisschen vor. Es ist nicht wirklich kompliziert, ihr müsst nur einen Stein vor den anderen setzen, das interessiert ja in dem Video hier wirklich gar keinen. Hier im Inneren ist es ein wenig eng, was es etwas problematischer macht, diesen Stein hier, diese Umleitung richtig zu erstellen. Ihr müsst hier einen kleinen Turm bauen aus so drei Steinchen und den Strahl dann nach links umleiten, also vom Eingang aus links. Und natürlich müsst ihr die Steine aus dem Weg räumen, die ihn daran hindern, das Ziel zu erreichen. So, ihr seht, die erste Mauer ist gefallen und genau in die Richtung geht's weiter. Prinzipiell ist das hier bei dem Level immer so, dass ihr zu der nächsten roten Mauer weiter müsst. Ist ja eigentlich logisch, aber sie markiert halt ganz gut den Weg. Also hier jetzt erst einmal nach links, dann nach rechts und dann wieder nach rechts. Ihr werdet es gleich sehen.
auf dieser Insel, auf die ich mich gerade zubewege, müsst ihr logischerweise auch wieder eine Säule bauen, die aus drei normalen Kotblöcken besteht und wo dann das Energierelay da drauf platziert wird. Diese kleine Insel, die sich gerade zu meiner Linken befindet, könnt ihr vollkommen ignorieren. Da gibt es nur weitere Bausteine drauf und die bringt euch überhaupt nicht weiter, wenn ihr dahin eine Brücke baut. Denkt einfach bei dem Brückenbau immer daran, dass ihr auch die Steine unter den Energierelays wieder wegnehmen könnt und Wege, die ihr nicht mehr braucht, auch einfach abreißen könnt. Die nächste Brücke zu vervollständigen dauert jetzt halt extrem lange. Ich spule das hier mal mit tausendfacher Geschwindigkeit vor. Man kann vielleicht nicht viel erkennen, aber wir müssen einfach nur auf die gegenüberliegende Insel kommen. Wie bei den vorangegangenen Inseln müsst ihr auch auf dieser einfach nur wieder eine Säule aus drei Kotblöcken bauen, auf der ihr dann das Energierelais platziert und auch dann ist das Problem wieder gelöst. So, damit schieße ich jetzt auf diese mittlere Insel, wo ganz viel im Weg ist. Das heißt, da muss ich jetzt erneut wieder eine Brücke von der ganz zentralen Insel zu dieser rüberbauen und dann dort alles rausnehmen. Ungünstigerweise habe ich jetzt fast jeden Codeblock verbraucht, den ich hatte. Von daher muss ich hier langsam die Sachen abtragen und die rüberbringen, um da hinten eine Brücke bauen zu können. So, auf dieser Insel müsst ihr ausnahmsweise gar nichts bauen. Da reicht es vollkommen aus, wenn ihr alle Steine entfernt, die den Strahl hier blockieren. So, an diesem Punkt wird der Strahl jetzt zurückgeleitet Richtung Eingang. Das heißt, ihr müsst euch jetzt um die Inseln kümmern, die von meiner Perspektive aus jetzt links von der Startinsel liegen, beziehungsweise vom Startpunkt aus eigentlich mehr rechts. Auch hier heißt es natürlich jetzt erstmal wieder Brückenbau. Ich spule das wieder ein bisschen vor. Auf dieser Insel gibt es mehrere Treppen und auf den unterschiedlichen Etagen sind auch mehrere Energierelays versteckt. Das ist vielleicht ein bisschen knifflig, die am Anfang zu finden. Aber ich zeige euch das ja jetzt. Zunächst mal müssen wir jetzt aber diese rote Wand noch entfernen, die letzte, die es gibt. Dafür müssen wir den Strahl einmalig in deren Richtung leiten und danach wiederum in eine ganz andere Richtung. Das ist ein extrem bescheuertes Puzzle, meiner Meinung nach, weil der Strahl jetzt von unten kommt und wir das Energierelais nicht direkt da drauf platzieren können. Das heißt, wir müssen erstmal einen Codeblock hier in den Weg bauen, um das Energierelais drauflegen zu können, und dann müssen wir den Codeblock wieder wegnehmen. Zumindest war das der einzige Weg, den ich gefunden habe, und das dauert echt lange, weil man den Codeblock nicht direkt unter dem Energierelais wegziehen kann, also nicht von oben wegziehen kann und sich dann von unten erstmal wieder eine Brücke dahin bauen muss. Werdet ihr ja gleich sehen. So, ich hole mir jetzt kurz den Codeblock, der am Anfang dieser Inselkette lag, und bringe den jetzt also an die Stelle, die ich euch gerade gezeigt habe, wo ich den Codeblock bereits in den Boden eingesetzt habe.
selbstverständlich funktioniert das Ganze jetzt nicht, wenn ich das Energierelais einfach platziere, weil, wie gerade schon erwähnt, geht der Strahl nicht durch den Codeblock durch, den ich da drunter hingesetzt habe. Da kann man echt machen, was man will, der hält einfach nicht. Es sei denn, ihr habt irgendeine Methode gefunden, wenn ja, dann schreibt das mal hier in die Kommentare von dem Video. Ich habe es auf alle Fälle nicht geschafft, wie man sehen kann. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich eine Lösung gefunden. Wie gesagt, müsst ihr jetzt in die Etage darunter gehen. Hier bin ich jetzt, ich komme noch nicht ganz hin, das heißt, ich muss mir von hier aus jetzt wieder eine Brücke bauen, um an diesen Codeblock rankommen zu können. So, die Brücke ist endlich fertig und ich kann den Codeblock von unten rausnehmen. Der Strahl wird umgeleitet, die rote Mauer verschwindet, könnt ihr jetzt nicht mehr sehen, ist weg, aber auf alle Fälle ist der Weg hier zu dem letzten Energierelais, was ich brauche, frei. Der Bau der Brücke, die ich gerade erzeugt habe, war auch gar nicht so unnütz, wie man das vielleicht denkt, denn ich muss den Strahl jetzt tatsächlich da unten auf der Ebene weiter umleiten. Ich hole mir jetzt also wieder das Energierelais, womit ich gerade die rote Wand zerstört habe, von oben und lege das ans Ende der Brücke, die ich gerade gebaut habe. So, da muss ich natürlich den Baustein da drunter dann auch wieder wegnehmen. Dafür reiße ich mal kurz was aus meiner Brücke hier raus und mache mir quasi so einen Behelf-Ausstieg, damit ich da unten an den Stein dran komme. So, das war's. Jetzt wandert der Strahl bereits fast in die richtige Richtung. Jetzt muss ich eigentlich nur noch auf der Plattform, die jetzt vor mir liegt, einen weiteren Turm bauen, um das rechts in Richtung Startpunkt zu leiten. Runterspringen ist da meist der kürzeste Weg, auch wenn er manchmal tödlich wirkt. Die Steine könnt ihr euch jetzt gerade wieder von der Brücke holen, die ihr zuletzt noch gebaut habt. Da das Energierelais bereits sitzt, ist das vollkommen egal, wie ihr da hinkommt oder ob ihr da nochmal hin müsst oder nicht. Ein zweigeschossiger Turm, wie ihr sehen könnt, darauf einfach das Energierelais, das am ganz hinteren Ende der Insel übrigens bauen, damit ihr hier hinter dem blauen Strahl vorbeigeht. Ja, und jetzt fehlt natürlich noch ein einziger Stein, beziehungsweise eine einzige Säule. Da kann man schon mal etwas länger nachsuchen. Warte mal, ich baue jetzt hier erstmal kurz den Turm, den ich gleich noch brauche, also wieder so zwei Codeblöcke, wo das Energierelais gleich draufkommt. Und wenn ihr jetzt mal rüber guckt zu dieser Plattform, wo ich gerade noch war, sind mehrere Geschosse und ganz oben drauf ist tatsächlich noch ein weiteres Energierelais versteckt. Das muss man aber erstmal finden. Dahin muss ich jetzt nochmal eine Brücke bauen, die braucht aber nicht mehr ganz vollständig sein. Könnt ihr das letzte Stück springen, es geht ja wirklich nur noch darum, dieses dumme Energierelais aufzunehmen und auf die letzte Säule zu setzen, damit der Level endlich geschafft ist. So, das war's.
Das Energierelais ist platziert, die Wand ist weg. Ihr braucht hier noch ein, zwei Steine, um die Brücke zu vervollständigen. Die könnt ihr jetzt herholen, wo ihr wollt. Dann können eure Intruder den Code besorgen und ihr habt das Ganze hinter euch gebracht. Trotz vielen Vorspulen bin ich jetzt bei 25 Minuten angelangt. Man sitzt also an der ganzen Sache schon mal ein, zwei Stündchen. Ich hoffe, das Video selbst war nicht zu langweilig für euch und ihr gebt ihm trotzdem jetzt ein Like. Besten Dank!